Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Wir schauen uns heute gemeinsam alle neuen Bücher aus dem September 2020 an. Und ja, wenn ich hier den Stapel neben mir so betrachte, obwohl schon zwei Bücher im Umlauf sind, ist es doch recht viel geworden. Ja, es sind 20 neue Bücher bei mir eingezogen. Ja, davon 11 als echtes Buch, 4 E-Books und 5 Hörbücher. Also an und für sich relativ ausgeglichen, was mir ja immer ein Bedürfnis, ein Wunsch ist, dass ich möglichst digital und echtes Buch sich so ein bisschen Hand in Hand gehen und nicht zu viele echte Bücher sozusagen einziehen. Es sind auch noch zwei echte Bücher bei mir eingezogen, Highlight-Bücher aus dem Jahr bzw. aus dem vorangegangenen Jahr, die ich ertauscht habe, die aber nicht auf dem Sub zählen. Dementsprechend zählen sie auch nicht wirklich als Neuzugang. Ich möchte sie euch trotzdem zeigen, weil es eben auch Highlight-Bücher waren. Und ja, ich glaube, bei 20 Büchern fangen wir einfach mal an. Alle Bücher findet ihr unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Ich schreibe da auch immer dazu, was ein Rezensionsexemplar ist. Also guckt euch da gerne mal die Links auch dazu an. Und wenn ihr noch Infos zu den Büchern wollt, guckt einfach mal alles andere. Wie Instagram, Lovely Books, findet ihr auch alles in der Infobox. Schaut da gerne vorbei. Mit dem ersten Buch, was ich von einer Freundin geschenkt bekommen habe. Und zwar Ein Sommer und 4 Tage von der lieben Adriana Popescu. Das müsste so ziemlich das einzige Buch von ihr sein, auch von ihren Jugendbüchern, die ich noch nicht gelesen habe und dementsprechend auch noch nicht im Regal habe. Ich glaube, mir fehlt noch ein oder zwei echte Bücher, die ich aber als E-Books gelesen hatte. Aber ja, das hatte eine Freundin im Regal und da hat sie gesagt, oh, sogar noch das alte Cover. Und da hat sie gesagt, ja, nimmst du ihr mit, wenn du magst. Sie hat es gelesen, sie fand es schön, aber jetzt auch nichts, was sie aufheben würde. Und die ist jetzt auch nicht so die große Sammlerin, das muss man auch sagen. Und ja, man sieht, dass es einmal gelesen ist, aber ich finde das absolut in Ordnung und ich freue mich sehr, sehr auf das Buch. Da hat auch letztens noch Anja, glaube ich, von den Bookfriends darüber geschwärmt, dass das so ein schöner, leichter Sommer-Jugendroman ist. Und da freue ich mich natürlich besonders drauf. Und ja, freue ich mich, dass das Buch jetzt bei mir eingezogen ist. Dann ist als Hörbuch dazugekommen der erste Teil der Nathan Love-Reihe von Julie Birkeland, Hoch wie der Himmel. Soweit ich weiß, ist das so ein bisschen in eine Redwood-Richtung, hat auch so ein Kleinstadt-Feeling, spielt, glaube ich, in Norwegen, wenn ich mich nicht irre, ist allerdings nicht eine Tierpraxis, sondern eine echte Menschenpraxis. Gibt es auch eine unechte Menschen? Ja, also eine Arztpraxis und soll eben so dieses Kleinstadtfeeling haben und es wird da auch mehrere Bände geben und da spielt natürlich dann in jedem Band ein anderes Paar irgendwie eine Rolle und ja, ich habe mich bei Wuffi-Romanen, mag ich es ja sehr, die Hörbücher zu hören und da habe ich mich sehr gefreut, dass es das auch als Hörbuch gab. Auch der dritte Teil von Nevernight ist als Hörbuch eingezogen von Jay Kristoff, Die Rache. Ja, ich kann es, glaube ich, gar nicht oft genug sagen. Ich bin sehr, sehr angetan von dieser Reihe, eine absolute Highlight-Reihe, was High Fantasy angeht. Und als wir dann schon im zweiten Band waren, stand relativ schnell fest, auch der dritte Band muss her. Und der wird jetzt dann auch im Oktober gehört. Becky und ich werden uns da wieder reinteilen und ich freue mich da schon sehr drüber. Also ja, Band 1 und 2, wirklich große, große Highlights und ja, da freue ich mich schon mega drauf. Auch als Hörbuch ist dann Es war einmal ein blauer Planet bei mir eingezogen von François Lelor. Ein Buch, das ich gehört habe, habe ich auch schon als Hörgenuss vorgestellt und das hatte mich einfach angesprochen, weil es ist Science Fiction und es klang irgendwie richtig schön, trotzdem auch fantastisch und wir sind hier auf dem Mars und jemand macht einen Abstecher auf die Erde und die Menschen mussten eben von der Erde gehen, weil sie die ja im Grunde irgendwie zerstört haben und jetzt bricht eben einer auf, um die Erde sich nochmal anzusehen und gleichzeitig hat man ja auch noch eine Geschichte von der zweiten Perspektive und es war wunderschön, hat mir sehr gut gefallen und auch das Hörbuch hat mir richtig viel Spaß gemacht. Auch der zweite Band der Chroniken von Alice sind bei mir eingezogen, die Schwarze Königin von Christina Henry. Da habe ich ja den ersten Teil sehr, sehr gefeiert und mich mega auf den zweiten Teil gefreut. Sind wir auch aktuell noch am Lesen. Wenn ihr das Video seht, ist es schon gelesen. Dann erzähle ich in der nächsten Bücherwoche darüber. Aber zum aktuellen Stand lesen wir es noch und es ist
Ja, auch schon der zweite Band. Großartig. Wir haben hier ja im Grunde eine Märchenadaption von Alice im Wunderland, aber sehr viel düsterer, brutaler und derber und eine größere Alice, die ja im Grunde in der Nervenheilanstalt im ersten Teil war und dort auf Hatcher getroffen ist, ja, der nur mit einer Axt herumläuft. Und ja, beide dann im Grunde daraus geflohen sind und der Jabberwock war hinter ihnen her und wir treffen auf Grinser und auf das weiße Kaninchen und auf ein Walross und ja, jetzt im zweiten Teil natürlich auch irgendwie auf die Königin und ich bin sehr, sehr gespannt, was hier alles noch passiert. Es wird ja in dieser Buchreihe auch noch weitergehen. Es ist schon angekündigt, Peter Pan für den März, Oktober die Meerjungfrau und Rotkäppchen dann März 2022. Und ja, da bin ich sehr, sehr neugierig, besonders auf Peter Pan und die Meerjungfrau. Ich bin ja nicht der größte Rotkäppchen-Fan, von daher muss ich mal gucken, wie tierquälerlastig, weil ich finde, Rotkäppchen ist schon echt heavy. Ja, da habe ich als Kind totalen Schaden genommen, der arme Wolf. Aber ja, aber lesen wir aktuell, könnt ihr in der nächsten Bücherwoche sehen. Dann habe ich mir ertauscht das große Los von Maike Winnemuth. Ein Buch, das ich irgendwo gesehen hatte und dann dachte, oh, das ist ja cool, denn ja, Maike Winnemuth hat bei Günther Jauch eine 500.000 gewonnen und ist dann losgereist. Und es soll sehr emotional sein, sehr schön sein und ich weiß gar nicht mehr, wann sie bei ihm gewonnen hatte. Also auf jeden Fall die 500.000 und ist dann in 12 Städte auf allen Kontinenten gereist. Sydney, Buenos Aires, Mumbai, Shanghai, Honolulu, Tel Aviv, Havanna, London, San Francisco, Kopenhagen, Barcelona und Addis Abeba. Und ja, erzählt uns im Grunde, wie diese Reise war und wohl am Ende so ein bisschen auch das Fazit wird sein, dass man wahrscheinlich gar keine 500.000 braucht, um glücklich zu sein. Aber ja, bin ich sehr gespannt, freue ich mich, kann mich noch sehr gut dran erinnern, wie sie die 500.000 gewonnen hat. Ist aber schon, ich glaube, tatsächlich ein ganzes Weilchen her. Leider steht jetzt hier gar nicht drin, wann das war. Ist auf jeden Fall bestimmt schon 10 Jahre her, würde ich vermuten. Aber ja, Gesicht und Name hat mir dahingehend noch ein bisschen was erzählt. Dann ist das erste weihnachtliche E-Book bei mir eingezogen. 24 gute Taten von Jenny Fagerlund. Wir haben hier im Grunde ja eine vorweihnachtliche Geschichte. Ich vermute mal, dass es auch 24 Kapitel sein werden, in denen von der Protagonistin die guten Taten beschrieben werden. Ich werde es wahrscheinlich nicht wie einen Adventskalender lesen, aber freue mich hier schon, dass das erste Buch bei mir eingezogen ist. Und ich vermute mal, im Oktober und November werden auch noch 2, 3 weihnachtliche Bücher bei mir einziehen, weil ich ja doch sehr gerne so ab Mitte, Ende November dann auch in diese Weihnachts-Winter-Stimmung komme. Das neue Buch von Veronica Ross ist herausgekommen und ist bei mir als E-Book eingezogen. Die Erwählten. Und hier haben wir eine Dystopie, die im Grunde nach der Dystopie und die Geschichte wohl eine gewisse Zeit, 5 oder 10 Jahre nach dem Fall des Herrschers sozusagen spielt und dann eben gesehen wird, wie haben sich die Charaktere verändert, wird es wirklich besser. Und ich war ja ein großer Fan von der Bestimmung bis auf Band 3. Da hat mir sowohl der Stil nicht gefallen, der Perspektivwechsel nicht gefallen und über das Ende wollen wir gar nicht ersprechen. Und ich fand auch die beiden Teile zu Rat der Neuen großartig und dementsprechend freue ich mich hier auf den Erwachsenenroman von Veronica Ross und bin sehr gespannt, was mich erwartet. Ein Hörbuch, das ich auch aktuell gerade noch höre, ihr also in der nächsten Bücherwoche da auf jeden Fall mein Fazit seht, ist das Buch Anna von Sue Monk-Kidd. Ein historischer Roman, der irgendwie 14 nach Christus spielt, also 14 nach Null und auch genau zu der Zeit von Jesu spielt. Und wir eben hier eine junge Frau haben, Anna, die, glaube ich, auch irgendwie 14, 15 war, als die Geschichte anfängt, die in einer jüdischen Familie aufwächst, in einer wohlhabenden Familie. Und dann kommen so ein paar Dinge, auch die für die damalige Zeit auch sehr typisch sind, die so ein bisschen das religiöse Leben zeigt, auch die ganze Historie. Und dann eben treffen wir durch Anna auch auf Jesu, der zu diesem Zeitpunkt eben einfach noch ein normaler Mann war. Und ja, wie da im Grunde sich das Leben abgespielt hat. Wer jetzt hier sehr viel Religion und erwartet, dem kann ich sagen, jetzt bis zu dem Punkt, wo ich gehört habe, das ist ein bisschen über die Hälfte, da war noch gar nicht viel von Religion zu hören oder von Bekehrungen oder Wundern oder ja, ich vermute, dass es sich nicht an der religiösen Geschichte aus der Bibel wendet, sondern wirklich einfach diese Zeit eingegriffen wird und ich könnte mir vorstellen, man könnte aus Jesus auch einfach Christian machen und ja, hätte eine ähnliche Geschichte geschaffen, weil es tatsächlich primär um Anna geht, um das Frauenbild und wir hier wirklich eine starke Protagonistin haben. Aber ja, alles dazu dann in der Bücherwoche.
Von Mira Valentin ist der zweite Band der Nordblut-Saga erschienen und dieser ist auch direkt bei mir eingezogen, denn mir hat ja der erste Band unglaublich gut gefallen. Ich fand diese nordischen Legenden, Mythen, Götter und ja, diese Geschichte, die aus verschiedenen Perspektiven erzählt wurde, ja mega, mega spannend und richtig gut geschrieben. Und da musste natürlich dann auch direkt bei Erscheinen der zweite Band einziehen. Und auch optisch ist der natürlich ein absolutes Highlight. Ich finde sowohl Cover von Band 1 wie von Band 2 super schön. Freue ich mich jetzt vielleicht im Oktober oder im November drauf dann auch es zu lesen. Dann ein Buch, das als echtes Buch bei mir eingezogen ist und aktuell verliehen ist, und zwar The Think Like a Monk Prinzip von Jay Shetty. Hatte ich bei Vorablesen gewonnen, habe auch das auch schon gelesen und habe auch in der Bücherwoche schon drüber gesprochen und dementsprechend durfte es jetzt im Freundeskreis weitergereicht werden und wir haben hier eben Jay Shetty, der wohl auch bekannt ist aus Social Media, der 3 Jahre in einem Ashram gelebt hat, in einem Kloster in Indien und uns hier eben das Leben erzählt eines Mönchs, was man da eben auch wegen Bewusstsein, Achtsamkeit, was man zu einem guten Leben eben braucht und das erzählt er uns eben, wie das Mönche sehen, wie Mönche das angehen und warum Mönche eben sehr häufig ja so spirituell auch so gelassen sind und war ein sehr gelungenes Buch, eher für Einsteiger, die vielleicht mit dem Thema Achtsamkeit, Bewusstsein und oder bewusstem Leben erst beginnen. Dennoch hat es mir gut gefallen, es gab auch den einen oder anderen neuen Impuls und ja, eine Freundin hat direkt gesagt, wenn du das gelesen hast, will ich das als nächstes und schwupps ist es auf jeden Fall schon mal weitergelandet. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ertauscht habe ich mir Amy on the Summer Road von Morgan Matson. Ich weiß gar nicht mehr, wer mich damit letztens angefixt hat. Ich hatte das schon mal längere Zeit auf der Wunschliste, auch als es damals herausgekommen ist. Ist ja, glaube ich, auch schon ein bisschen ein älteres Buch, 2012, genau. Und ich weiß, dass ich da irgendwie schon immer mal einen Blick hatte, es immer mal als Highlight erwähnt wurde und irgendwer hat letztens davon geschwärmt und dann durfte es jetzt durch Tauschticket bei mir einziehen. Denn wir treffen hier auf Amy, deren Vater vor kurzem gestorben ist und ihre Mutter zieht von Kalifornien an die Ostküste und Amy soll dann nachkommen und das zwar in einem Auto mit einem wildfremden Jungen. Sie ist sehr verzweifelt, doch Roger, mit dem sie mitfährt, der ist total süß und auch sehr sympathisch und wir haben hier eben so eine Art Roadtrip, wie es das ja auch schon sagt. Und ich hoffe mir so ein bisschen Feeling, wie wir es zum Beispiel von Adriana Popescu kennen, die ja durchaus auch den ein oder anderen tollen Jugendroadtrip geschrieben hat. Und ja, freue mich da auf die Geschichte. Sommer nicht leicht ist auf jeden Fall noch was, was ich, sage ich jetzt mal, vielleicht noch im Oktober lesen möchte, an dem ein oder anderen sonnigen Herbsttag, um so den Sommer ein bisschen zu verlängern. Aber freue ich mich auf jeden Fall auch sehr darüber. Das nächste Buch ist ebenfalls als echtes Buch bei mir eingezogen, aber auch schon verliehen. Connect Me von Jasmin Schott Cavalheiro. Das Buch habe ich auch schon gelesen, hatte ich über eine Leserunde von Lovely Books gewonnen und wir hatten hier auch Austausch unter anderem mit der Autorin und wir haben hier ein 6-Schritte-Programm, um eben wieder mit seinem Inneren sich zu verbinden und das erfolgt über 6 Schritte, die sehr gut aufeinander aufgebaut waren. Wir haben Aufgaben, Fragen, Themen und am besten nimmt man sich da wirklich einen Zettel zur Seite und füllt dann im Grunde nicht das Buch aus, sondern beantwortet die Fragen auf dem Papier. So ist man auch nicht eingeschränkt, was das Schreiben, was die Gedanken eingeht, sondern kann es einfach im Grunde fließen lassen. Ich fand es sehr gut, sehr angenehm. Ich habe einiges mitgenommen, einiges auch mal von einer anderen Perspektive betrachten können. Man muss definitiv bereit sein, sich auch mal von innen anzusehen, wenn man so möchte, und das mitzunehmen und durchzugehen. Und es hat mich sehr gefreut, dass eine Freundin von mir auch gesagt hat, das probiere ich aus. Von daher durfte es dann auch einfach weiter wandern. Das funktioniert natürlich mit echten Büchern immer am besten. Eine weitere Fortsetzung ist Zweite Chance auf Finnisch von Christina Lagome. Hannah und Nick sind die Protagonisten des zweiten Bandes. Ich fand Zweite Chance auf Finnisch ja sehr, sehr gelungen. Wir haben ja hier im Grunde eine Rockband. Und im ersten Charakter hatten wir auch eine junge Frau, die im Grunde nach Finnland gereist ist, um den früheren Freund ihrer Oma zu finden, die im Altenheim ist. Und auf der Fähre trifft sie auf den Rockstar. Und dann beginnt im Grunde so eine Art Freundschaft. Und wir treffen auch im ersten Band schon auf Hannah und Nick.
Und im zweiten Band wird jetzt eben die Geschichten der beiden erzählt, die eben auch schon eine Vergangenheit haben, auch eine Tochter zusammen haben. Aber Nick es, glaube ich, im ersten Band noch nicht wusste, dass es seine Tochter ist. Ich vermute mal, dass das jetzt im zweiten Band das Thema sein könnte, wie ihre Vergangenheit sich gestaltet hat und wie die Zukunft vielleicht sein wird. Ich mochte das finnische Setting sehr. Ich bin jetzt nicht die klassische Leserin von Rockstar-Geschichten, aber fand den damals wirklich sehr, sehr gelungen. War ja so Anfang des Jahres, habe ich in der Leserunde auf Lambibooks gelesen und freue mich dann jetzt auch sehr auf den zweiten Band. Ebenfalls bei Lambibooks gewonnen habe ich Away von Nick Jordan, wie ich nichts mehr zu verlieren hatte und per Anhalter von London nach Australien reiste. Und das Buch ist schon eingeteilt, wird jetzt von mir auch zeitnah gelesen. Vielleicht auch, wenn ihr jetzt das Video seht, ist es dann vielleicht schon gelesen. Je nachdem, das seht ihr dann in der nächsten Bücherwoche. Und mich hat dieses Buch nicht nur durch dieses wunderschöne Cover angesprochen, sondern auch die Vorstellung einer großen Reise voller turbulenter Fahrten und rührender Begegnungen. Und wir haben hier das Tagebuch einer Vagabundin und das fand ich richtig spannend, denn sie hat hier eine schmerzhafte Trennung, festgefahrenen Alltag und lässt das alles hinter sich und sie macht eine radikale Reise per Anhalter von London nach Australien und ab und an gerät sie in brenzliche Situationen und wird auch mit ihren eigenen größten Ängsten konfrontiert. Und ich bin mega gespannt. Es ist ein wunderbarer Bildteil enthalten und ich finde schön, dass an der Leserunde auch die Autorin dann mit teilnimmt und da freue ich mich jetzt auch schon sehr, die Geschichte zu entdecken. Irgendwie ist es dann doch ein bisschen reiselastig in diesen Neuzugängen. Ich glaube, ich habe einfach Fernweh, denn das nächste Buch hat auch was mit Reisen zu tun. Let's Go Himalaya, wo bitte geht's nach Shangri-La von Katja Linke, habe ich mir ertauscht. Ich habe das bei unter anderem Claudia von Beauty Butterflies gesehen und auch noch bei zwei, drei anderen. Und es ist ja eine Art Sachbuch, die aber in einer Romanform erzählt ist. Und wir haben hier ein Mutter-Tochter-Abenteuer. Ich glaube, sie ist Ärztin und zusammen mit ihrer 11-jährigen Tochter startet sie eine Tibet-Reise in den Himalaya, um auf das Dach der Welt zu kommen. Und die beiden treffen dann auch in Lhasa an und wollen auf dem Basislager von Mount Everest einen Stein aus Omas Garten niederlegen. Und dann gibt es ja auch noch den kraftspendenden Sehnsuchtsort Shangri-La. Da habe ich im letzten Jahr eine Pilgerreise dazu gelesen, einen Bericht dazu gelesen und ich bin neugierig, auch auf die Kombination Roman-Sachbuch und da bin ich auch sehr neugierig, wie das dann erzählt ist und freue mich drauf. Also finde ich toll, dass ich das ertauschen konnte. Ja, Tauschticket ist irgendwann auch nochmal mein Untergang, aber ja, sowas macht dann natürlich besonderen Spaß. Dann zwei Bücher, die ich bei der Thalia geshoppt habe und dank Payback-Punkten, ich glaube auch gar nicht so viel dafür bezahlt habe. Zum einen ist das neue Buch der lieben Adriana Popescu eingezogen, also zwei Popescus in einem Monat. Ein Lächeln sieht man auch im Dunkeln, ihr neuer Jugendroman, auf den ich mich sehr, sehr freue, der jetzt gleich demnächst gelesen wird, wenn sozusagen jetzt das Video online ist, wird er schon gelesen sein. Es ist immer sehr verwirrend, mit seinem Zukunfts- und gleichzeitig seinem Vergangenheits-Ich zu sprechen. Da kommt man sich ja fast so ein bisschen vor wie in Tenet, aber nein. Ich freue mich sehr auf den Jugendroman. Ich habe tatsächlich noch gar nicht so viel, es geht hier hinten auch um die Geister der Vergangenheit und die Frage nach der Zukunft. Es ist gerade irgendwie gruselig. Ich freue mich drauf. Ich lese das zusammen mit der lieben Anka und bin sehr gespannt auf unseren Austausch und wie wir das Buch dann finden. Und ja, ich freue mich darauf. Ich mag die Jugendbücher von Adriana und mag immer diese gewisse Ernsthaftigkeit, die trotzdem so leicht ist und Humor hat. Und ich mag die Dialoge von Adriana und wie sie die Welt sieht, wie sie ja Menschen sieht und uns die beschreibt. Ich lese das unglaublich gerne und freue mich sehr jetzt auf dieses Buch. Und dann beim Mängelexemplarstapel konnte ich nicht widerstehen, noch einen Jeffrey Archer zu kaufen, den ich noch nicht gelesen oder gehört habe. Berg der Legenden hat, glaube ich, 2,50 Euro oder was die Mängelexemplare gekostet haben. Ich habe ja dieses Jahr schon mal zwei Mängelexemplare von Jeffrey Archer entdeckt, die ich mitgenommen hatte. Und jetzt habe ich auch Berg der Legenden gefunden und alle drei Bücher, denke ich, werden jetzt nach und nach gehört, weil ich ja Jeffrey Archer tatsächlich super gerne höre. Und es geht um den Kampf um den Mount Everest. Wir sind 1924 und es sprechen die besten Bergsteiger Großbritanniens auf. Und sie wollen als erstes den Gipfel des Mount Everest bezwingen. Und einer von ihnen ist George Mallory.
Und verschwindet er aber für immer im Nebel und ob er wohl den Gipfel erreicht hat und wer der Erstbesteiger ist. Und ja, in packenden Bildern erzählt Archer die Geschichte eines Mannes, der für seinen Lebenstraum alles wagte. Und ich mochte ja auch schon Der Berg von Dan Simmons super gerne. Ich mag überhaupt diese Atmosphäre, die am Himalaya spielt, am Mount Everest. Und dementsprechend glaube ich, dass da auch Archer etwas sehr Spannendes erzählen kann und hier eine Lebensgeschichte eines Mannes beschreibt, den wir ja gefühlt auch alle kennen. Und freue ich mich drauf, werde ich aber definitiv auch hören, weil für mich Archer definitiv einfach auf die Ohren gehört. Und aber als Mängelexemplar auch gut in Schuss, hat hinten nur so 3-4 kleine Löcher, so Lagerrisse, Löcher. Und ja, stört mich aber persönlich nicht und freut mich, dass noch was in meine Archer-Sammlung zieht. Meine Güte. Dann das vorletzte reguläre Buch ist ein richtiger Klopper und der zweite Teil dazu erscheint dann auch schon im Oktober. Und zwar ist das Der Orden des geheimen Baumes, die Magierin von Samantha Shannon. Und ich muss echt sagen, dieses Cover ist wunderschön. Und als das vom Verlag bei mir hier angekommen ist, dachte ich echt, ach, manchmal bin ich sehr gesegnet. Also ja, ich bin sehr, sehr dankbar für alle Rezensionsexemplare und immer wieder. Und wenn natürlich ein Buch dann auch noch so Highlight-mäßig aussieht und auch den Verdacht hat, ein Highlight zu werden, umso schöner ist das ja. Und ich freue mich da wirklich sehr drauf. Das ist ein Buch, was, glaube ich, im Englischen eigentlich ein Band ist und im Deutschen jetzt in zwei geteilt wurde. Und der zweite ist dann blau. Genau, und erscheint, ich glaube, auch schon Mitte oder Ende Oktober. Das heißt, man kann die relativ nah jetzt auch beieinander lesen. Und wir sind hier natürlich in High Fantasy. Mit diesem Roman erreicht Samantha Shannon das Niveau von George R. R. Martin und Robin Hood. Und sie ist die Meisterin der Drachen. Und das sieht man hier hinten auch nochmal schön mit dem Drachen. Und es gibt eine Königin, eine Drachenreiterin, eine Magierin. Nur gemeinsam sind sie dem uralten Feind gewachsen. Und ach, ich freue mich drauf. Also ich freue mich mega, diese Geschichte zu entdecken. Ich glaube, der erste Band hat um die 520 Seiten und ich bin auch hinten ein Personenregister. Ah, liebe ich. und ich bin sehr gespannt, wie mir das gefallen wird und natürlich dann auch, ob dann auch direkt der zweite nachfolgen wird. Und vielleicht warte ich hier auch noch so 1-2 Wochen, damit dann der zweite vielleicht schon direkt greifbar wäre und aber ich freue mich drauf. Ich freue mich auf diesen Wälzer. Ich kann es gar nicht anders sagen. Und das letzte Buch, ja, sieht man schon, wie man den Arm hier ablegen kann auf dem Stapel. Und das letzte Buch ist dann das neue Buch von Arno Strobel, ist Die App. Und darauf freue ich mich sehr. Ist als Hörbuch bei mir eingezogen. Es wird von Sascha Rotermund gesprochen, ein Sprecher, dem ich auch sehr, sehr gerne lausche. Und ich hoffe, dass das hier auch wieder ein ähnliches Highlight wird wie im letzten Jahr offline. Und in diesem Jahr haben wir ja den Sarg von Arno Strobel im Leseklub gelesen. Und wir sind hier ja im Grunde bei einem ganz digital vernetzten Haus, Wohnung. Und die App weiß eben alles über dich. Und eine gruselige Vorstellung, ja, im Grunde auch irgendwie eine autonome Wohnung, glaube ich, oder ein autonomes Haus war es irgendwie, was ich total gruselig finde, die über eine App gesteuert wird. Ja, ich freue mich drauf, es zu hören. Es klingt spannend, packend und zwar schon natürlich irgendwie zukunftsmäßig Science Fiction, aber gar nicht so weit in der Zukunft und umso gruseliger ist das ja, finde ich immer. Von daher, ja, ich freue mich drauf. Ja, und es war der 9 Bücher noch nicht genug. Habe ich 2 Highlight-Bücher ertauscht, die jetzt in meinem Regal einen wunderbaren Platz finden werden. Ja, Tauschticket ist, wie gesagt, wirklich mein Untergang. Also, ja, wobei es natürlich toll ist, wenn man einfach Highlight-Bücher ertauscht. Zum einen Time to Love von Beth O'Leary. Das ist ja das in diesem Jahr erschienene Buch und seit letztem Jahr lieben wir, glaube ich, alle Beth O'Leary und haben Love to Share schon gefeiert und Time to Love war, finde ich, anders und aber ja, wunderschön und wirklich ein Highlight. Denn eine Oma tauscht mit ihrer Enkelin das Leben. Die Oma geht nach England, nach London und möchte das dortige Datingfeld kennenlernen. Und die Enkelin kommt der Mutter sozusagen ein bisschen näher und lebt dann im Grunde so ein bisschen das Leben ihrer Oma in der Gemeinschaft des kleinen Städtchens, des kleinen Dörfchens. Und es war eine bezaubernde Geschichte und es war rührend, es war zum Schmunzeln, es hat mir mega viel Spaß gemacht und ja, hat mir unglaublich gut gefallen. Und ich glaube, es hat irgendwer treffend beschrieben, Golden Girls meets Sex and the City, und ich finde, da ist tatsächlich so ein bisschen was dran. Richtig, richtig schön und freue ich mich sehr, dass es im Bücherregal jetzt landet. Ich hatte das ja als Hörbuch gehört und da hat es mir ja schon unglaublich gut gefallen und umso mehr freue ich mich, dass es jetzt auch im Regal einen Platz findet. Und dann ein Highlight aus dem letzten Jahr,
Von einem Autor, der mich auch schon in diesem Jahr begeistert hat, und zwar John Marsh. Jetzt sieht man natürlich nur ein weißes Cover. The One. Ja, hier unten steht, finde deinen perfekten Match. Das ist natürlich weiß auf weiß, das hat natürlich was. Das Besondere bei John Mars ist ja auch vor allem der Buchschnitt. Hier haben wir ihn pink, passend zum Fingerabdruck. Und The Passengers ist ja schwarz mit blauen Buchschnitt. Und The One hat mich ja im letzten Jahr total überraschend begeistert, gefesselt, zurückgelassen, atemlos, habe ich auch als Hörbuch gehört, war auch super von der Vertonung, weil es verschiedene Perspektiven gibt, die eben auch alle eine eigene Stimme bekommen haben, und es war großartig, diese DNA-Analyse, dass wir Menschen eben alle über die DNA miteinander irgendwie zusammenpassen, also dass man immer einen perfekten Match hat und was das für Vorteile, für Nachteile, für Gedanken mit sich trägt. Und es war zwar schon sehr viel Zukunft, aber gar nicht so weit, und dieses Jahr The Passengers hat uns ja auch sehr, sehr gefesselt. Da hatten wir ja dann auch den Hangout dazu, der von mir jetzt noch in der Zukunft passiert, weil auch schon in der Vergangenheit passiert ist. Und was uns ja auch so begeistert mit diesem autonomen Autofahren. Und ich finde, John Mars hat einen Stil, er packt einen, er zieht einen mit und er zeigt uns, dass das Unmögliche durchaus möglich ist und gar nicht so weit weg ist. Und ja, fand ich großartig im letzten Jahr und freut mich sehr, dass es jetzt im Regal ziehen wird. Und ich glaube, es waren 2 Tickets für dieses Buch und man sieht, es hat jemand gelesen. Es macht eben einen gebrauchten Eindruck, aber ich persönlich finde das gar nicht schlimm. Also es ist für mich absolut guter bis sehr guter Zustand und ja, also, dass es gelesen aussieht, es ist halt auch gelesen, das ist farblich hier heute, ja, fast perfekt. Ja, und das waren sie jetzt, die 20 Neuzugänge, beziehungsweise 22 Bücher, und ich freue mich eben auch immer besonders, wenn denn immer mal ein Highlight-Buch dann als echtes Buch bei mir einzieht und wenn man eben sagt, okay, es hat einen Platz im Regal verdient. Und ja, das ist bei den beiden Büchern so. Und natürlich auch bei den Stapel, der hier neben mir steht, wo ich jetzt hinter mir im Subregal ja ein bisschen Platz schaffen muss, weil, ja, wohin sonst damit, ne? Es ist ja ein Subregal mehr oder weniger und, ja, da muss ich jetzt ein bisschen Platz schaffen. Ja, ich sehe schon, ich glaube, ich muss demnächst mal wieder ein bisschen ausmisten. Aber gut, welche Bücher sind denn so bei euch eingezogen? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, oder ob ihr eins der Bücher, die bei mir eingezogen sind, vielleicht auch schon gelesen habt und direkt schwärmerisch davon sprechen wollt, dann ja, macht das gerne in den Kommentaren, würde ich mich sehr, sehr freuen. Alle Bücher in der Infobox, schaut da gerne rein und ja, 20 Bücher, es ist echt irre, aber ich freue mich drüber. Also ich habe da auch kein schlechtes Gewissen oder mache mir Gedanken, die werden schon gelesen und vielleicht ziehen dann einfach im November ein paar weniger, nein, im Oktober ein paar weniger Bücher bei mir ein. Ja, wenn nicht, dann eben auch nicht. Ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.